We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht's auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Podcast. Die Woche verfliegt, sage ich euch. Und wir wollen wieder gucken, was ich gewerkelt habe. Ich bin Katrin, das hier ist Bommel. Ich dachte eigentlich, er kommt heute nicht zum Video, aber er hat sich jetzt doch entschieden, dass er herkommt. Ja, Schatzi? Jo, nochmal schnuppeln? Ja. Dann stinken meine Finger? Ernsthaft? Okay. Sucht euch eine Tasse Tee. Ich habe mir heute auch eine riesen Tasse Tee gemacht. Von Mess, danke fürs Aussprechen. Die Zimtschnecke habe ich mir heute gemacht zum Trinken. Ich stelle die aber hier unten ab. Ich würde es ja da oben hinstellen, aber Bommel ist ein bisschen ungeschickt. Der schmeißt gerne mal alles runter. Genau. So, ich habe tatsächlich was gewerkelt, aber nicht so viel, wie ich normalerweise werkle. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich euch immer sehr viel Fortschritt zeige. Ja, dadurch, dass meine Kamera ja die zweite Woche kaputt war, ich erst seit gestern eine neue Kamera habe, ist die Woche über nicht sehr viel passiert. Dafür habe ich sehr viel gepaintet und das heißt, es gibt irgendwann nochmal ein neues Painting-Tagebuch, obwohl ich nicht weiß, wo ich das reinordne. Weil Donnerstag fängt ja der Adventskalender an und da möchte ich eigentlich nicht noch mehr Videos dazu mogeln. Genau, also vielleicht am Mittwoch noch ein... Nee, eher weniger. Nein, ich verspreche mal nichts, weil ich weiß es nicht, wann ein nächstes Diamond Painting Tagebuchteil kommt. Ja, Elsa trägt heute einen Pullover von mir. Den findet ihr hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß, man sieht das immer nicht so gut. Sie ist immer zu groß. Und sie ist schon auf der kleinsten Größe eingestellt. Also, ja. Also, sie trägt einen Pullover von mir. Ist ganz normal ein Raglan. Wie auch ich anhabe. Mein Kleid ist ja auch ein Raglan. Und das ist das, was. Mach mich nicht nervös, Bummel. Was diesen Donnerstag als Tutorial rauskam. Das Kleidchen wird von oben gehäkelt. Hier habt ihr die Raglan-Linien anders. Hier sind die Raglan-Linien geschlossen. Hier habe ich immer mit zwei Luftmaschen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Dadurch entstehen hier so Löcher. Die hat der Raglan nicht. Genau. Ja, unter der Brust geschlossen. Und dann beginnt schon das Röckchen. So ein Faltenröckchen. Ich stehe mal kurz auf. So, hier. Ihr kennt ja das Kleid. Ich wollte es euch gerne nochmal getragen präsentieren, weil ihr das ja gerne auch getragen seht. Ja, so sieht's aus. Ich habe es heute an. Sonst hat es Elsa ganz oft angehabt, schon in den Podcasts, seitdem es fertig ist. Jo. Und heute trage ich es. Es ist sehr kuschelig warm, also jedenfalls der Rockteil. Mein Bauch ist gut geschützt, mein Rücken, mein Steiß ist gut warm. Das ist ja das Garn von Hobby. Diese Universe-Garne, wovon es auch immer Weihnachtsgarne gibt. Und das hier oben ist ein Baumwoll-Pflanzenfaser-Gemisch. Das war die Akazie. So ein bisschen dickeres Baumwollgarn. Und daraus habe ich das Oberteil aus einem Knäuel gemacht. Und die Ärmchen noch ein Knäuel angefangen. Und in den Kleid sind drei Knäuele von der Universe verschwunden. Genau. Genauere Erklärungen gibt es ja in dem Video. Ja, ich habe da oben auch meine Medaillen liegen, ne? Meine Laufmedaillen, und die klimpern da jetzt so laut, falls ihr euch wundert. Bommel tritt da immer drauf. Ja, und die sind ja aus Metall und deswegen hört man das dann klimpern. Ja, also so viel zum Thema, was ich heute trage. Größe 36. Elsa trägt auch eine Größe 36, der Pullover. Sie hat aber normalerweise eine Größe 40. Also sie passt nicht immer in all meine Sachen. Das ist manchmal immer ein bisschen... gewagt. Ich glaube so 38, 40 hat sie so. Naja, okay, man hat sich wieder was von der Blume gegönnt. So, dann schauen wir mal, an was ich gewerkelt habe. Also wir gucken uns jetzt die ganzen Sachen an, die ich gewerkelt habe. Ich habe nichts fertig, ist ja logisch, weil ich konnte ja keine Videos drehen.
Und danach machen wir ein kleines Unboxing. Also ich verbinde das heute ein bisschen, damit wir das Video auch ein bisschen gestreckt kriegen. Und ich nicht weiß, wo ich mit dem Unboxing hin soll. Deswegen werden wir im Nachhinein noch uns Wolle anschauen, die ich gekauft habe. Sind zwei Pakete. Ob wir jetzt beide auspacken, was weiß ich nicht. Da gucke ich mal, wie lange wir heute für das Video brauchen, um uns die Sachen anzugucken. Es sind ja bloß vier Sachen. Eine Sache, die ihr nicht kennt, und die anderen Sachen, die kennt ihr alle. Und es ist zwei gestrickte und zwei gehäkelte Sachen. Es geht heute völlig auf. Es kommt also heute jeder auf seine Kosten. Genau. Ansonsten, wenn du neu hier bist auf meinem Kanal, findest du sehr viele Tutorials, also kostenlose Anleitungen. Jeden Donnerstag bringe ich eine raus. Ab Januar fangen wir auch wieder unseren Karl an. Dann gibt es jeden Dienstag einen Mystery-Karl zu einer Decke. Und ich habe schon andere Karls gehabt, Mystery Karls, zum Beispiel eine Jacke. Was haben wir noch gemacht? Ein Tuch haben wir mal in einem Oktober gemacht. Und dann hatten wir ja letztes Jahr unsere Mystery Decke. Die findet ihr auf meinem Kanal oder unter den Playlisten. Ist alles nochmal sortiert und verlinkt und gemacht und getan. Genauso wie in der Videobeschreibung. Da unten sind auch noch mal alle wichtigen Links, zum Beispiel zu meiner Facebook-Gruppe, wo immer fleißig Bilder gepostet werden. Jetzt muss ich niesen. Also von euch Bilder gepostet werden. Oder eben Instagram, wenn ihr mir da folgen wollt. Obwohl, da bin ich auch nicht mehr aktiv als wie hier auf den anderen Kanälen. Ja, genau. Und was ich auch noch sagen wollte, was uns diese Woche auch wieder aufgefallen ist, wir haben tatsächlich so ein Logistikproblem, zwecks die Videos hochladen. Ich habe ja gedacht, dass wir das hinkriegen, immer mittwochs die Videos für die Kanalmitglieder online zu stellen, haben wir diese Woche total verschlafen. Und da mein Mann immer bis 17 Uhr auf Arbeit ist, konnte ich es auch nicht machen, weil die Dateien erstmal wieder neu hochgeladen werden müssen. Weil man bei YouTube, wenn man was einplant, und das haben wir halt gemacht, weil es ja die Adventskalendergeschichte ist, die haben wir schon eingeplant, kann man das nicht zurückplanen. Das heißt, ich kann das nicht einstellen alleine, dass es diesmal für Mitglieder online geht. Das ist irgendein Fehler von YouTube, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich die Videos dann immer hochladen. Sind jetzt noch zwei Stück, die ich neu hochladen muss. Und das macht ja mein Mann. Ich weiß nicht, welche Dateien ich da hochladen muss, dass das die richtige ist. Und deswegen sind wir auf den Donnerstagabend gerückt. Wenn ich jetzt normale Videos hochlade und online stelle, ist das kein Problem. Das kann man machen. Also die normalen Tutorials, die für alle sind. Aber die mit den Kanalmitgliedern, das hatten wir im Urlaub, ist immer eine Katastrophe. Du kannst nicht vorplanen. Und somit sind auch die ganzen Tutorials nicht vorgeplant, außer eben die vom Dezember, weil wir da wieder nicht drüber nachgedacht haben. Passiert eben. Aber die ganzen Tutorials sind nicht vorgeplant und ich muss da immer dran denken, dass wir die auch Donnerstag früh noch online stellen, damit ihr was habt. Das Online-Stellen kann ich auch vom Telefon aus machen, aber nicht für die Mitglieder. Das muss ich vom PC aus machen. Und deswegen hatte ich eigentlich geplant, dass wir das mittwochs machen, damit ihr Mittwochabend schon das Video, also die Kanalmitglieder, das Video haben, was sie kriegen, versprochen haben, wofür sie auch bezahlen. Und ja, das ist diese Woche total in die Hose gegangen. Also ich muss mir da was anderes einfallen lassen, beziehungsweise müssen wir dringend daran denken, die zwei Videos vom Adventskalender nochmal neu hochzuladen, damit ich die denn für die Kanalmitglieder einstellen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Also, falls sich da jemand gewundert hat, die Kanalmitglieder haben diese Woche ein Video gekriegt. Die sind ja immer zwei Videos im Vorlauf als die normalen Zuschauer. Und ja, das war diese Woche, Donnerstagabend erst. Gefällt mir nicht so, weil ich habe andere Sachen versprochen. Und ich mag immer gerne meine Versprechen einhalten. Ja. Hey, Schatzi, bist du wieder da? Hier? Oh, Schnubbi. So, jetzt fangen wir aber an. Jetzt habe ich genug gelabert, ne? Oh mein Gott. Ich habe meine Hexagonjacke, die hier, halt so rum. Das eine Teil fertig. Und das andere Teil, das hier, war ja schon fertig. Genau, und jetzt kann man die so aneinanderlegen. Und dann, wenn man jetzt mehrere Hände hat, dann könnte man das auch gut zeigen. Dann hast du hier einen Ärmel, da den einen Teilkörper, hier den einen Teilkörper und der andere Arm.
Ja, das heißt, ich kann jetzt weiter drehen. Da jetzt auch mein Video da ist, kann ich die beiden Teile verbinden miteinander. Ich habe, glaube ich, den einen Teil auch schon zusammengehäkelt. Sehe ich gerade? Genau, so hier. Also ist das hier schon zusammengehäkeltes Teil. Das hier ist schon mein Armteil. Jawohl, das habe ich gemacht. Also der ist fertig und dann kann das zusammengehäkelt werden und dann kriegt es noch eine Blende ringsherum, ein Bündchen komplett um den Körper herum gehäkelt. Und die Arme, die bleiben aber so drei Viertel, ne? Die bleiben so in der Länge, da kommt kein Bündchen dran und die bleiben dadurch auch so groß. Das Einzige, was ich vielleicht überlege, ist, dass ich sie vielleicht noch verlängere mit Stäbchen, aber sie werden definitiv kein Bündchen und auch keine Abnahmen mehr kriegen. Sie sollen eigentlich in dieser Größe bleiben. Ja, das Garn. Achtung, Bommel, ich muss mal hier ran. Ich habe einmal komplett, also zweimal komplett dieses Knäuel aufgebraucht, also Nummer 1 Knäuel und Nummer 2 Knäuel für eine Größe 36 und Knäuel Nummer 3 werde ich wahrscheinlich nicht komplett brauchen, je nachdem wie lang ich die Arme haben möchte oder das Bündchen, wie breit das wird, aber es wird nicht dolle breit. Werde ich davon das Garn noch verbrauchen. Also das hier ist von Gründel das Pastello-Garn. Es ist ein Farbverlaufsgarn und ein so ein Knäuel, sagen sie, würde für einen Schal ausreichen. Genau, für die Baumwolle haben wir 85%, 58% so, 58%, jetzt fängt das schon wieder mit den Zahlen an, ne? Und 42% Polyacryl. Es ist für eine 5er bis 6er Nadel. Ich habe zwischen 3,5 und 4er Nadel immer hin und her gezwitscht. Ja, je nachdem, wie ich mir das gerade gedacht habe. Das hier sind 400 Meter auf 200 Gramm. Die Farbnummer ist die 01 und die Partie ist die 530. Hier. Und jetzt gucken wir uns das noch mal an. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Ich weiß, dass das mit dem Licht und der Banderole, das blendet immer gerne mal ein bisschen. Aber ich habe ja das meiste vorgelesen, die wichtigsten Eckdaten. Und das sollte schon gehen. Genau. Jo. Also das Knäuel, daran werde ich jetzt weiterarbeiten. Ja, dass die Jacke dann mal fertig wird und dann kriegt ihr die nächstes Jahr als Anleitung. Und dann wagen wir uns an eine Hexagonjacke mal mit Muster. Ne? Weil wir hatten jetzt eine im Granny-Style, dann hatte ich ein Pullover im Granny und ich habe diese denn. Und dann machen wir mal ein Muster rein, damit das nicht mal ganz so langweilig ist. Und ich wollte noch eine machen, wo auch dieses mit den Löchern hier geschlossen ist, was ich eben meinte. Hier hast du die Löcher, was man hier nicht hat. Also so eine plane ich dann auch noch, dass die komplett geschlossen ist und du diese Löcher auch nicht mehr hast. Na, und dann mit Muster noch eine. Und dann ist aber hier der Kanal voll mit Hexagonjacken, ne? Irgendwann. Also wir machen erstmal die hier, bevor ich euch jetzt heiß mache auf die nächsten. Wir machen erstmal die hier fertig und dann dauert es nach und nach. Immer mal hier weiter den Podcast schauen, dann seht ihr ja, wann ich woran arbeite und woran es denn wann weitergeht. Genau, Projekt Nummer 1, was ich in Arbeit habe. Oh, er schläft wieder, ne? Schön. So, machen wir was mit was Strickigen weiter, wo ich auch durchaus sehr faul war hier, aber das hatte ich ja schon angekündigt. Ich habe bestimmt plus 10 Reihen dran gestrickt. Wenn überhaupt. Ich muss mir mal einen Markierer setzen, damit ich das mal ein bisschen herauskriege, wie viel ich dran gestrickt habe. Aber wir haben keinen Farbwechsel mehr dazu gekriegt. Irgendwo war ein Fleck, ja, genau hier. Also ich habe keinen Farbwechsel dazu bekommen. Also bin ich auch nicht weit gekommen. Ich bin so circa 10 Reihen sind noch dazu gekommen. Ja, und es soll ja lang werden, bis über den Popo drüber weg werden und dann erst kommt das Bündchen. Also relativ viel von dem Knäuel soll aufgebraucht werden.
Und hier seht ihr, hier kommt auch, es dauert noch ein Stück, vielleicht könnt ihr es auch schon rausglänzend sehen. Da kommt irgendwann das Gelbe. Und ist der sauber? Ja, nee, nicht wirklich. Meine Taschen sind immer ein bisschen schmutzig. Ich muss die mal wieder ausschütteln. Also es dauert noch ein bisschen, dann kommt ja dieser gelbe Farbwechsel und dann geht es ja ins relativ dunkle. Ein bisschen habe ich abgewickelt für die kurzen Ärmchen, so wie hier. Nur, dass die da gestrickt werden. Genau, da sollte dieses Knäuelchen mir ausreichen. Wenn nicht, habe ich noch ein anderes rosanes Bobbelchen zu liegen, vierfädig, was ich dann auch noch nehme. Aber es soll ja halt bloß kurz werden und gestrickt, brauchst du nicht so viel Garn, das sollte mir ausreichen. Das habe ich aus dem Teil hier mit dem vielen Rosa rausgenommen, weil das war sehr viel Rosa, wie ihr seht. Und dann habe ich mich irgendwann hier an dem Punkt entschieden, dass ich abwickle. Und dann ist halt auch ein Stück davon weggegangen, von denen mit den einen pinken Faden schon. Ich hätte mich halt früher entscheiden sollen, dass ich was abwickle, ne? Und ja, na gut, so sieht's aus. Ja, das muss noch ein gutes Stück wachsen. Ist ja wieder für eine 36. Ich habe 1000 Meter Garn, das werde ich euch gleich sagen. Ich habe nämlich, die Bobbel habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt, 1000 Meter Lauflänge, vierfädig, ca. 250 Gramm, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, für eine Nadelstärke 3 bis 4 mm. Für die Bobbelnamen gibt es hier die A508. Und da findet ihr den Shop. Ich habe den unter dem Auspackpäckchen, Zuschauer-Auspackpaket, Auspackvideo, das letzte von der lieben Kati mit der Katis Wollhäschen, habe ich in den Kommentaren den Link zu dem Shop ganz oben angepinnt, falls ihr jemanden haben möchte. Aber ihr könnt euch das auch bei Facebook eingeben und dann findet ihr diesen Shop auch. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr Zuschauerpaket Kati einmal guckt, das muss relativ weit oben, es ist noch nicht alt, da habe ich den Shop verlinkt, falls euch das interessiert. Genau, ist ein Facebook-Shop, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall ein Link von Facebook. Genau, so ich habe meine Lückennadeln, die Plush-Nadeln drin, die ich ja total liebe. So nimmt man auch Maschen zu, das ist auch gut. Also, ich habe hier, das kann ich wieder nicht lesen, ich habe es euch aber auch bestimmt schon 30 Mal gesagt, eine 3,5er. Und ich habe mit einer 3,5er auch den Racklang gehäkelt, also bis zu unter den Armen ist gehäkelt. Und ab dann wird gestrickt. Wichtig ist, wenn ihr das macht, der Raglan muss gut unter den Armen sitzen, also nicht zu eng. Das hier ist schon leicht zu eng. Aber das geht noch und der hier ist ja genauso, also es ist wirklich an der Grenze eher eine Reihe mehr häkeln vom Raglan, so dass ihr eine Reihe mehr habt und unter den Armen auch wirklich noch ein bisschen mehr Luft habt, damit nachher das Gestrickte, weil das ist Masche für Masche, wie das Gehäkelte aufgenommen, also da ist jetzt nichts zugenommen, nichts, gar nichts, und damit das nicht hier auseinanderreißt, sich zu dolle, ruhig den Raglan gut so machen, dass da genug Luft ist. Und wenn man zunimmt, die Fragen hatte ich nämlich schon, deswegen wollte ich noch mal drauf eingehen. Ich habe hier mit 2 Luftmaschenzunahme unter den Armen gearbeitet und mehr habe ich nicht zugenommen. Das heißt, ich habe das Ganze zur Runde geschlossen, also die Arme abgeteilt, ne? Und habe dann da unten noch mal 2 Luftmaschen dazugenommen. Mehr habe ich jetzt nicht dazugenommen. Und ich würde es auch, wenn überhaupt, auch nur hier unten machen. Also wenn ihr eine größere Größe habt, nehmt ihr bis zu 5 Maschen hier unten zu beim Arme stilllegen. Das erkläre ich euch aber im Video. Und dann könnt ihr hier, ist das eure Zunahme. Woanders würde ich fast nicht zunehmen, weil sonst sieht man das nachher. Ja, zu dolle. Gut, also der da wächst fleißig, dauert ein bisschen, aber ich habe noch Zeit. Weil das ist, glaube ich, ein Video, was im Februar online kommt oder so. Keine Ahnung. Also es dauert noch und ich brauche ja auch noch lange.
Muss mich erstmal wieder motivieren. Beziehungsweise hoffentlich kommt bald ein Farbwechsel, der macht es mehr Spaß. Projekt Nummer 2, was ich fertig habe. Oh, fertig? Nein. Vorgestellt habe. So. Genau. Guck mal, Bummel. Elsa streichelt dich. Ist das schön? Nein. Ist nicht schön, ne? Spatzel. Jo. So. Wie viel Zeit haben wir? Ja, das passt ja. Gucken wir uns das vorletzte Projekt an. Ein Häkelprojekt. Und zwar mache ich statt jetzt mal wieder eine Reste Tuch oder so, fange ich noch mal eine 15. Reste Decke an. Aber die hier soll ein bisschen schneller wachsen, weil davon mache ich euch auch wieder ein Video. Das wird eine Monster-Häkel-Reste-Decke. Und zwar sieht das jetzt Ganze so aus. Das ist erstmal quadratisch. Ich habe 20 Reihen gehäkelt bis dahin. Und dann habe ich ein Muster reingehäkelt und jetzt würden wieder 20 Reihen ganz einfach kommen. Und zwar ja, hat man nur hier in der Mitte Zunahmen. Nur hier in der Mitte wird zugenommen. Alles andere bleibt gleich. Ich nehme das Garn doppelt, das heißt meine Reste. Ich habe hier einmal das Rest, das seht ihr gar nicht so richtig. Dieses, was so hell, dunkel ist. Das war das Rest, was ich von meinem Rock übrig gelassen habe. Das habe ich mit einer Restbobbel verbunden. Also das Gelbe, was dann nachher grün wird, ist eine Restbobbel. Und zwar von meinem Drachenschwanz, was da übrig geblieben ist. Und jetzt habe ich gerade hier noch so einen Glitzerrestbobbel von meinem Schmetterlingstuch, was ihr auch nächstes Jahr kriegt. Davon habe ich das Rest jetzt gerade im Wickel und eben dieses Grün. Das geht noch ins Hellblaue rein und dann ist der Bobbel auch aufgebraucht. Und du kriegst eine schöne dicke Decke. Genau. Und dann ist der Plan, immer alle Reste reinzuhäkeln und immer doppelfädig. Also wenn ich jetzt Sockengarn habe, nehme ich das zweifädig. Und wenn ich Bobbeln habe, nehme ich die auch zweimal. Ja, genau, damit gut Reste verschwinden und daraus eine richtig dicke Decke wird. Ich würde gerne eine Tagesdecke für meinen Sohn machen oder so, dass die richtig dick wird, zur Not, dass er damit auch kuscheln kann. Ja, also mache ich das jetzt so lange, dieses Viereck, bis ich eine schöne Größe habe, also eine schöne Breite. Und dann kann man ja immer noch nur in die Länge häkeln, ja, indem man nur da unten hin und her häkelt. Da gucke ich mal, wie weit ich das mache. Ich mache euch auf jeden Fall das Muster fertig, weil das ist ja jetzt, das steht ja jetzt, und das mache ich für euch fertig. Und dann könnt ihr da auch fleißig mit häkeln. Vielleicht schummle ich das Video auch irgendwo dazwischen. Ja, und dann können die, die mit häkeln wollen, auch schon mal fleißig häkeln. Obwohl, es kommt ja eine Decke online und ich werde das erstmal als Babydecke dann deklarieren, weil die ja dann noch nicht fertig ist. Ja, genau. Also mit ein bisschen Muster. Das verzieht sich jetzt hier natürlich alles noch ein bisschen, aber das legt sich. Genau. So oder so rum. Oder man kann es auch so rum angucken. Und ich bin ganz gespannt. Ich habe schon mal geguckt, ob sowas Ähnliches schon als Decke gibt. Ich habe es jetzt einmal mit einem anderen Muster natürlich gesehen, aber ansonsten habe ich diese Deckenform noch nicht gesehen. Und ich finde sie eigentlich ganz cool, weil du ja schon Riesenstücke als Quadrat häkelst und dann nachher noch in die Länge ein bisschen häkelst. Genau. Ja, also ein Reste-Häkel-Projekt. Mehr brauche ich dazu aber nicht sagen. Also mit einer Vierernadel häkle ich das. Die Reste da rein, ja. Sind halt Reste, brauche ich euch jetzt auch nicht zeigen, beziehungsweise kann ich euch das eine Knäuel nicht zeigen, weil das kann ich nicht bewegen. Das fällt mir sonst zusammen. Gut, gucken wir uns das letzte Projekt an, wo ich sagenhafte 2 oder 3 Reihen dran gestrickt habe. Wow. Aber es muss ja gezeigt werden, ich habe ja dran gearbeitet. Und ihr seht es dann auch gleich nochmal. So, nehme ich aus meinem Hobby
Hobby-Haul, wo ich in Dänemark beim Hobbyladen war. Da in dem Video gibt es nämlich eine Anleitung, und zwar diese Strickanleitung. Die es aber hier nochmal irgendwann als separates Video geben wird, wenn ich denn irgendwann mit dem Tuch fertig bin. Ich weiß nicht, was jetzt gerade vorne und doch, was vorne und hinten ist, das weiß ich, aber nicht, was oben und unten ist, weil dazu sind die Nadeln zu klein. Ich kann es kaum zeigen. Aber ich kann euch hier einen Markierer zeigen. Also da unten war ich das letzte Mal und das bisschen ist dazu gekommen. Also wow, sehr viel. Ja, es wächst langsam. Man nimmt pro Reihe ja bloß eine Masche zu, also wird es ganz, ganz langsam immer breiter, breiter und breiter. Mehr kann ich wirklich nicht zeigen. Die Nadeln geben es nicht zu. Lass uns nicht zu. Und so wächst das und wächst das ganz langsam. Eigentlich wollte ich es für den Winter schon fertig haben. Ich habe es ja im Urlaub begonnen. Wir machen eine kurze Pause. So. Jetzt habe ich doch vergessen, bei welchem Punkt ich war. Ja, also das hier ist ein Hobbygarn. wie gesagt, ich habe das ausgepackt bei einem Hobby-Haul. Also Haul heißt so viel wie, also Haul, so viel wie einkaufen. Also meinen Einkauf euch zeigen, auspacken. Und dann gibt es ja noch die Unboxing-Videos. Das sind meistens Bestellungen, die du auspackst. Genau, also bei dem Hobby-Haul war ich ja persönlich in Dänemark und ja, wir waren in Dänemark von unserer Schwedenreise zurückgekommen und waren dann da zu Besuch. Und ich habe da ein paar Aufnahmen dort aus dem Geschäft gemacht, unter anderem auch ein paar Garne eingekauft. Und das hier war auch dabei. Und abends habe ich dann eben angefangen, dieses Tuch zu stricken. Total einfach, weil du hast einfach nur einen Mustersatz, der sich fünfmal wiederholt, also war es fünf Reihen kraus rechts und fünf Reihen glatt rechts und dann so weiter. Also total einfach. Und wie gesagt, in diesem Video zeige ich euch das auch, wie das gemacht wird. Und ja, genau, ich muss mal jetzt die Reihe zu Ende stricken, weil ich habe die tatsächlich eben angefangen, weil mein Mann ist nach Hause gekommen vom Einkaufen und ich dachte, ich soll so lange meine Klappe halten. Und dann habe ich einfach angefangen jetzt zu stricken, aber er kommt nicht wieder raus aus der Küche. Also ich denke mal, er wird so lange in der Küche bleiben, bis ich fertig bin. Ja, deswegen auch der Schnitt, der kurze denn. Genau. Ja, also ich habe eine kleine Trinkpause gemacht, ihr habt das gar nicht gemerkt. Und angefangen zu stricken an dem Tuch. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ich sage euch gleich, welches Garn das ist. Und bevor denn alle rufen, ach du Scheiße, das ist ja total teuer bei Hobby, kann ich gleich sagen, ich habe 15 Euro jetzt dafür bezahlt, die waren im Angebot. Ich habe aber tatsächlich bei Hobby online geguckt und die kosten bis zu 35 Euro. Also meistens hast du ja bei Hobby eh ein Angebot, ein Sale oder irgendwas, aber 35 ist natürlich wirklich für 1000 Meter Garn schon ziemlich, ziemlich teuer. Obwohl es glaube ich, aber das muss ich gleich nochmal gucken, das weiß ich jetzt gerade auch zu 100% nicht. Ich glaube zu 100% Baumwolle ist. 1000 Meter, aber das gucken wir gleich mal. So, ich möchte auf jeden Fall in dieses Tuch noch den orangen Anteil verstricken. Der soll da noch 100% mit rein, aber 1000 Meter werde ich für dieses Tuch nicht brauchen. Also wird das Restliche in ein anderes Projekt noch wandern, was davon noch übrig bleibt. So, erstmal zeige ich euch die Nadeln. Das sind die Cupids von Knit Pro, diese vier Action-Nadeln, die es in dieser schönen Tasche, in dieser samtlila Tasche gibt. Die waren das Muttertagsangebot von letztes Jahr. Ich habe hier eine 4 mm Nadel, mit denen ich das Tuch stricke. Das sieht dann so hier aus. Hier seht ihr, so sieht das aus mit 4 mm. Völlig okay, wie ich finde.
Und wie gesagt, ich sitze seit August da dran, immer mal wieder dran zu stricken. Am Anfang mehr, am Ende weniger. Wie bei dem Oberteil. Also ich habe am Anfang richtig Lust zum Stricken und dann irgendwann, boah, habe ich überhaupt keine Lust mehr. Also das hier ist der Twister und ich hatte Unrecht, es sind sogar nur 55% Cotton und 45% Acryl. Also es ist kein 100% Baumwollgarn. Dafür ist es natürlich wirklich erschreckend teuer bei Hobby. Ich krieg wahrscheinlich nie eine Hobby-Kooperation, wenn ich sowas sage. Will ich auch eigentlich nicht. Was ich haben möchte, kaufe ich mir selber. Also von daher. 250 Gramm sind das und 1000 Meter. Da hatte ich jetzt recht, tatsächlich. Es ist in der Türkei hergestellt für Dänemark, also für Hobby. Und das hier ist die Farbe 3-4. Und das Lot ist die 0420. Seht ihr da nochmal? Genau. Und dann könnt ihr hier nochmal gucken. Also es hat mit den Gelben angefangen, ging ins Orange. Jetzt kommt so ein rosa Anteil, dann kommt so ein Blau und dann kommt nochmal so ein Türkis. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich da in das Tuch von reinstricke, weil 1000 Meter für so ein Stricktuch sind schon enorm. Also das wäre ja dann riesig. Ja, aber ein bisschen geht da bestimmt noch rein. So, dann haben wir das Teil auch weg. Also wie gesagt, das Tuch könnt ihr bei dem Hobby schon angucken. Da habe ich es schon reingehalten, aber ich kann euch das auch noch mal zeigen. Und wie gesagt, es kommt noch mal ein Video, ein separates Video zu dem Tuch, falls jetzt trotzdem jemand mitmachen möchte. So ist der Anfang. Ja, es ist handschriftlich. Und so ist das Muster 1 und Muster 2. Und die ganzen Abkürzungen müsst ihr euch jetzt mal selber zusammenreimen. Ich denke, die Stricker unter euch, die kennen die Abkürzungen. Da brauche ich nicht viel beschreiben. Genau. Muster 1 und Muster 2 und das wird dann die ganze Zeit abgewechselt, bis euer Tuch groß genug ist, abketten und fertig. Also wirklich nichts dabei. Der Anfang ist ein bisschen, wo man ein bisschen gucken muss, aber ansonsten, denn bei der Hinreihe, also bei der vorderen Reihe, gibt es am Anfang die Zunahme, am Ende noch eine Abnahme und die andere, die Rückreihe, wird nur Muster entsprechend entweder rechts oder links gestrickt, ohne irgendwas zu- oder abzunehmen. Genau, in einem Hello Kitty Beutel wohnt das Ding schon seit Jahren. Ups, zu. So, dann haben wir uns alle Projekte einmal angeschaut. Es war wirklich nicht viel, ne? Sage ich doch. Nächste Mal kommen wir wieder ein bisschen in Rande, weil ich dann ein bisschen mehr Stricker. Ein bisschen mehr Stricker. So, jetzt gucken wir uns noch die Pakete an. Wir machen ein kleines Unboxing. Ich zeige euch dazu noch mal kurz den Shop. Das sind beides Shops auf eBay, wo ihr entweder Garne ersteigern oder Garne kaufen könnt. Achtung. Einmal was. Der hier müsste, glaube ich, das sein, was ich jetzt gerade auf dem Schoß habe. Und das ist der. Zeig mir mal den Shop, bitte. Genau. Also ich zeige euch hier mal das Bobbelchen. Und da unten steht der Shop. Den könnt ihr oben eingeben und dann kommt ihr da meistens hin, beziehungsweise könnt ihr schon auf Bobbeln suchen gehen und dann kommt ihr ja auch schon auf dem Shop. Also da habe ich ein Knäuel her und das ist das, was hier in diesem Paket wohnt. Also jeweils ein. Boah, mir ist tot. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Bommi ist komplett weggeratzt. Okay, ich mache das mal auf, ohne dass. Da habe ich jetzt bloß ein Knäuel gekauft, weil ich wollte nicht so ein großes Video. Ich wollte eigentlich, war geplant, ein Unboxing aus mehreren Shops, aber ich hatte dann ja mit Dell ein paar Probleme und
Jetzt 4 Januar, Entschuldigung, Bommel, ich wollte dich nicht wecken. Achtung, Krach. Und nochmal Krach. Also, jetzt ist es zu spät, jetzt brauche ich kein Unboxing mehr zu drehen. Und ich habe auch bloß 2 Pakete, darum ist das okay. Für Januar habe ich ein anderes Unboxing schon. Dezember ist ja komplett verplant, brauche ich euch ja nicht erzählen, wisst ihr ja nun schon. Und der November ist ja fast vorbei, bis zum Donnerstag. Am Dienstag kommt ein Video und am Donnerstag geht der Adventskalender schon los. Also brauche ich hier nicht euch noch ein Zusatzvideo. Das wäre eher entstanden, wenn ich da nicht so eine Probleme mit Dell hatte. Ich musste tatsächlich das Paket, habe ich tatsächlich nicht aus der Box gekriegt. Ich aus der Packstation auch nicht mit der Sendernummer. Also vielen lieben Dank, dass du mir dann nochmal den Tipp gegeben hast. Ging tatsächlich nicht. Und dann haben die es nochmal zurückgeschickt und gestern lag es aber wieder in der Packstation und gestern konnte ich es dann abholen, weil ich da dann auch die App aktivieren konnte. Und jetzt kann ich Pakete abholen aus der Box, ohne dass die mir diesen Code da schicken. So, wir gucken mal rein. So sieht das jetzt aus in diesem Paket. Knister, knister. Hier kommt erstmal eine kleine. Ich bin neugierig, also das ist ein kleines Zettelchen. Guten Morgen, sind alle wach? Also, was wird aus der gefertigten Wolle angenadelt? Oder was nähst du aus den bunten Knöpfen? Was wird gebastelt? Oder? Sie würde sich freuen, wenn man ihr Fotos und Feedbacks an eine E-Mail-Adresse, die zeige ich euch jetzt gar nicht, schicken würde. Oder direkt auf ihre Facebook-Gruppe. Nick mal die E-Mail-Adresse weg, weil das muss ja nicht sein. Außer ihr geht da einkaufen, dann habt ihr die selber. In der Facebook-Gruppe einstellen. Genau, jetzt könnt ihr noch mal kurz gucken. So heißt die Facebook-Gruppe. Und da könnt ihr das noch mal zeigen, was ihr daraus macht. Genau. Steht sonst noch was Wichtiges hier drin? Nee. Nichts Wichtiges, was uns interessiert. So, dann hat sie ein kleines Geschenk dazu gemacht. Also erstmal einen Tee und hier vorne noch ein kleines Geschenk. Und zwar ein kleiner Schutzengel, also Maschenmarkierer. Genau. Hat sie hier nochmal den Shopnamen drauf. Entschuldigung an den Leuten mit den Kopfhörern. Ich hole mal das da raus, in der Hoffnung, dass der Shopname da auch nochmal drauf steht. Knister, knister. Ne, steht jetzt nicht noch mal mit drauf. Also so sieht das aus. Und da ist der Schutzengel noch mal. Ach, Bommel, nein. Wir knistern jetzt hier nicht rum und du brauchst jetzt auch nicht abhauen. So, und dann gucken wir uns mal den Bobbel an. Also, das hier ist Küstenliebe. Er ist vierfädig, 370 Gramm, circa 1295 Gramm. Er besteht aus Wolle, Acryl und Viskose. Wie gesagt, den habe ich jetzt ersteigert. So nochmal. Und so nochmal. Mit einer kleinen Perle dran. Und guckt mal, ganz süß. Sie hat da so Bändchen, Selbstgehege dran. Ne? Das hatte ich so auch noch nicht, ist auch total süß. Und jetzt gucken wir uns die Farben einmal an. Ich mache es erstmal einmal zum Fenster und dann drehe ich wieder lang in der Hoffnung, dass die Kamera die Farbe sehr gut aufnimmt. Jawohl. So viel dazu. Ist da jetzt was runtergefallen? Ja, tatsächlich. Bommel, geh mal gucken. Ach, da ist er. Mir ist das Kärtchen runtergefallen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das brauche ich ja immer, wenn ich das verschenke oder verwerkle. Mal gucken. So. Also,
Knäuel Nummer 1, was bei uns eingezogen ist. Und dann habe ich das Paket, das berühmte, was nicht abgeholt werden wollte. Ja. Naja, gut. Da gucken wir jetzt auch einmal rein. Vielleicht zeige ich euch vorher noch mal den Shop. Das da ist die Mega Bobble, auch ein Shop auf eBay. Oh, jetzt habe ich aber überlegt, wie das Ding heißt. Auch ein Shop auf eBay. Und zwar habe ich da zwei Knäule gekauft und ich möchte gerne den Shopnamen sehen. Wo ist der Shopname? Genau, da seht ihr den Shopnamen wieder. Könnt ihr euch abfotografieren, abschreiben, wie auch immer. Mega Bobble. Und da gibt es wieder schöne Sachen zum entweder gleich bestellen, auch mit super Preisen, wie ich finde, oder eben zum Ersteigern. Und ich habe zwei Knäule ersteigert. Okay, bisschen Kram. Und was ich da ersteigert habe, gucken wir uns jetzt mal an. So, wir haben Mega Bobble. Ach Gottchen, habe ich aber günstig eingekauft. Mein Gott. Wir haben ein Knäuel für 6 Euro und ein Knäuel für 8 Euro, was ich ersteigert habe. Mega Bobble über eBay abgezahlt. Und wir gucken mal. Also so sieht das jetzt aus in dem Paket drin. Genau. Und wir haben hier so ein schöner. Wir haben hier Utopia mit 204 Gramm, ca. 1000 Meter. Das Ganze ist, soweit ich weiß, dreifädig. Ja, es sind drei Fäden. Und zwar ist das die Farbe Enzian, Karibik, Pistazien, Narzisse, Barbie, Oländer, Länder, keine Ahnung. Und Tourmalin. Okay, ich kann wieder nicht lesen. Ne? So sieht's aus. Mega Bobble. Und so sieht der Inhalt nochmal aus. Also 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Ne? Müsste eigentlich sein. Ja. Mit so einem süßen Bändchen drumherum. Die kriegt man immer so. Und die Farben sehen so aus. Ich fange wieder an, hier von der Seite. Und wir ziehen einmal durch. Genau. Ist der nicht schön? Doch, der ist eigentlich ganz schön. Ja. So schön bunt. Stimmt's, Bommel? Der ist schön, ne? Den nehmen wir da mal mit hin. Und dann kommt hier noch einer, der ist auch wunderschön. Das hier ist die Sommerlaune. Die Sommerlaune hat 206 Gramm, ca. 1000 Meter, ist Creme, Beige, Kamel, Neon Pink, Pinky, Hot Pink und Nosette. Baumwolle, Polyacrylgemisch, 50-50. Und es ist auch dreifädig. Genau, also du hast wieder hier das Knäuelchen und wir fangen wieder an, ganz langsam, uns das Knäuelchen immer angucken. Jawohl. So, nochmal das Zettelchen mit rein, Mega Bobble und da könnt ihr nochmal lesen, die Sommerlaune. Genau. Ich hatte ja schon mal bei Mega Bobble bestellt, da hatte ich bestimmt 5 Knäule oder so bestellt, also ein bisschen mehr. Da ist mir aber das Video kaputt gegangen, warum auch immer. Also die Tonspur hat gar nicht hingehauen und das Video konnte ich euch nicht präsentieren. Also da war dann auch nicht wie bei den einen Video mal die Sonne oder so im Wege. Da war komplett Kriseln auf der Spur, auf der Tonspur und man konnte es nicht mehr retten. Und nochmal aufnehmen wollte ich das Video nicht. Deswegen habe ich jetzt nochmal Mega Bobble nochmal eingeführt, damit ihr es nochmal sehen konntet, weil viele gefragt haben nach diesem Shop. Ja, weil ich ja zurzeit auch viel mit diesen Garnen arbeite. Ne? Ich habe ja mein Kleid,
Das Tuch von Kawaii Harajuku, was ja online ist, ist ja auch aus einer Mega-Bobble entstanden. Genau, und ich finde die voll schön. Guckt mal, sieht voll schön aus. Ja, also ihr Lieben, das soll es dann für heute gewesen sein. Bommel macht sich nochmal schick zum Abschluss. Wie viele Minuten haben wir? Ja, haben wir eine gute Minutenzahl, beziehungsweise werden ja 3, 4 Minuten rausgeschnitten, aber es ist trotzdem eine gute Minutenzahl. Dafür, dass ich so wenig zum Zeigen hatte. Ja, gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch, ihr seht das heute, das Video zum ersten Advent. Ich wünsche euch natürlich einen schönen ersten Advent. Ich habe auch ein bisschen dekoriert für die Weihnachtszeit. Hinter Bommel leuchtet es ja auch sehr schön. Passt schön auf euch auf, bleibt schön gesund. Ja, wir sind, haben es auch ein bisschen erwischt. Also mein Sohn ist krank seit Donnerstag. Und ja, also bleibt schön gesund. Kreativ natürlich. Und ich grüße alle meine Kanalmitglieder. Schön, dass ihr dabei seid. Ganz besondere Grüße gehen raus an Franziska Wolf. Rosemarie Baumann und die Kati von Katis Wollhäschen kriegen einen besonderen Gruß. Warum, weshalb, warum? Steht alles unten in der Mitgliederbeschreibung, warum ich denn die drei ja immer grüße, ganz besonders. Ich grüße natürlich auch alle meine Abonnenten, meine kostenlosen Abonnenten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine ganz schöne Adventszeit mit euren Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, haben sollte, gefällt, keine Ahnung. Wäre es sehr schön, wenn ihr mir ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo dalasst. Da freue ich mich. Auf Kommentare versuche ich immer zeitnah zu antworten. Ja, und das Video wird anderen Leuten angezeigt. Umso mehr Aktivitäten von euch da geschehen, wie Däumchen und Kommentar und ja. Umso mehr das passiert, umso mehr werden die Videos anderen Leuten vorgeschlagen. Also ich mache das auch so. Wenn ich ein Video gucke von anderen Leuten, lasse ich meistens immer als Kommentar ein Herz oder liebe Grüße da, weil du hilfst damit den Leuten. Es ist kostenlos, es kostet dir keine Mühe, um da mal ein bisschen Schwung in die Videogeschichte reinzustecken, weil da ist viel Arbeit, viel Liebe dahinter. Und ja, einfach mal, und wenn es bloß ein Smiley ist. Das hilft den Videodarstellern schon, dass ihre Videos höher gewankt werden und beziehungsweise noch ganz anderen angezeigt werden. Genau. Genauso wie die Däumchen betrifft das Gleiche. Umso mehr Däumchen, umso höher wird das Video gewankt. Ja, ihr Lieben, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war wieder sehr schön. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Und wenn es bloß ist, dass ihr shoppen geht. Ja, und ich wünsche euch noch eine ganz schicke Zeit, eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag zu einem neuen Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.